Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in Folge Nummer 7 von Astroneer. Ja, was machen wir als nächstes? War die Frage letztes Mal und das hat der Mordrak uns beantwortet. Der hat ganz einfach gesagt: Guck zu, dass du in der Erde buddelst und dass wir Lithium, war das Lithium? Nein, Laterit, glaube. Oh, ich weiß es nicht. Wir gucken mal gerade hier rein, dann wissen wir es. Lithium und das gibt es aus. Sammle Lithium. Ne, Lithium soll ich da sammeln. War das nicht Laterit oder so? Aber ist egal, wir müssen in der Erde und das machen wir nach dem Intro, ne? Bis gleich. Ciao. So, dann schauen wir, dass wir hier eine passende Stelle kriegen. Der Mordrak hatte geschrieben, dass man auf jeden Fall schauen sollte, dass man nicht an der Basis gerade so runtergeht, sondern ein bisschen weiter weg. Und ich tendiere jetzt gerade dazu, das dann in diese Richtung zu tätigen. Haben wir hier noch Dinger zum Setzen? Ja, haben wir noch. Und hier geht es ja irgendwie schon runter, oder? Können wir doch das nutzen hier, oder? Sehe ich das falsch? Stopp mal, wir müssen hier erstmal wieder einen T setzen. Wo ist denn hier unsere Luft? Da ist sie doch. Kann er sich da mal verbinden? Ah, jetzt macht das erst. Haben wir noch was? Ja. Da ist auch noch Luft. Was haben wir denn hier unten? Pilze? Neues Tee. Und hier haben wir jetzt leider wenig Licht, ne? Das ist unser Problem. Die Lampe. Die fehlt uns hier ein bisschen, ne? Tja, mit Sehen ist jetzt hier ganz schlecht, ne? Noch haben wir hier was gebaut. Geht ja ganz schön weit, ne? Tee geht, aber so. Da ist ein leichter Lichtschatten von meiner Lampe. Kaum zu glauben. Ich weiß nicht, was das für ein Gestein ist. Es blitzt schon ziemlich stark, ne? Krieg's gar nicht abgebaut, doch, ne? T geht, aber wir müssen erstmal das.
wieder richtig hinstellen. Wo sei denn jetzt das Ding da? Einmal das Teil nehmen und... So, nee, ist auch nicht richtig. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig, sich wieder zurechtzufinden, ne? Ich glaube, wir müssen das jetzt ein bisschen mehr ausbauen hier, dass wir da besser runterfinden, ne? Weil der beste Weg ist das jetzt auch nicht, so ein einfaches Loch darunter. Und vor allem, wir haben noch gar nichts gefunden, ne? Ja, müssen wir mal gucken, aber unser Werkzeug hat jetzt hier nur gar nichts abgebaut, sozusagen, ne? Die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen hoch, ne? Und hier ist jetzt so, als ob das hier nicht abbaubar ist, so gefühlt. Kann das sein? Ich baue es einfach mal ab. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich gehe runter. So, da ist jetzt Schluss. Haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen. Hier ist auch wieder ein harter Kern, oder was? Und wenn ich hier auf diesem Material bin, dann ist erstmal das Symbol anders. Und teilweise sehe ich dann auch so... Ja, so Blitze, so Feuer. Als ob das hier schon der Planetenkern wäre oder so. Hier sieht man das, ist es anders, wie wenn es da ist, oder? Nee, doch nicht. Weiß ich auch noch nicht. Tja. Macht jetzt keinen schlanken Schuh, ne? Ich glaube, zwei oder drei Dinge haben wir noch. Irgendwie finde ich keine Höhle und nix, ne? Sonst hast du sie doch an jeder Ecke immer, ne, oder?
So, das ist, glaube ich, unser letzter, ne? Ne, einer ist nur drauf. Ein Teil ist nur drauf. Das sieht da ein bisschen anders aus, oder? Ist da eine Höhle? Nee. Aber wir können wieder zurückgehen, weil wir jetzt glaube. Doch, einer ist da immer noch. Warte, dann bewegen wir uns wieder in diese Richtung. Und gehen nach da. Setzen noch hier den letzten, glaube. Irgendwie ist hier was anders, da glitzert das ja so. Na, tut sie nix, ne? So, da ist unser Sauerstoff weg. Das heißt, wir gehen nochmal ein Stück zurück, um die Leine wieder zu kriegen. Tja, und hier ist irgendwie nichts mit Höhle oder so. Irgendwie habe ich eine Stelle wieder genommen, die nichts bringt. Aber eigentlich war doch hier immer überall unterirdisch, oder? Nur die 6, wir gehen erstmal zurück. Ist ja auch mal nicht so einfach hier durch diesen Tunnel. Kommen wir denn hier raus noch? Ja, das ist alles Rohbau, ne? Da müsste man mal dran arbeiten. Naja, irgendwie werden wir das schon schaffen. Jetzt müssen wir da um die Ecke. Er läuft auf jeden Fall wieder raus. Und wir sind schon ziemlich tief rein, ne? Also, irgendwie ist das doof. Aber was willst du machen? Ist halt gerade so. Hier kommen wir hoch. Und zur Basis zurück erstmal. Wir müssen so Teile bauen. Hier war noch so ein Forschungspunkt, den nehmen wir gerade, glaube ich, noch mit. Das mal aus. Und die Punkte habe ich jetzt direkt gescannt. Ich hätte sie auch in unsere Maschine stecken können, aber da können wir auch mal gerade schnell noch reingucken, ob da noch was ist, was wir forschen können. Es ruckelt auch gerade wieder fürchterlich. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Ja, okay. Irgendwie fluppt das momentan hier überhaupt nicht so. Gefällt mir gar nicht. Hier ist noch eine Forschungsprobe dran, ne? Können wir jetzt mal die Probe nehmen, ja. Und stecken die da rein und er forscht. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.